Ja, geht doch noch weiter hier, Leute. Kommt doch wieder ein anderes Ende. Sehr interessant, sehr interessant. Mein Meister sagte mir einmal, dass ein echter Schwertkämpfer seinen Feind zerteilt, ohne dabei etwas zu fühlen. Ich hasse es, das zu sagen. Aber ich glaube, ich weiß, was er meinte. Ich fühle nicht mal, wenn ich selbst getroffen werde. Wie Gotta Kitty. Da steht eine Katze auf ihren Hinterbeinen vor mir und sieht mich an. Ich habe diesen kleinen Bastard schon einmal gesehen. Yubei, die stärkste lebendige Kreatur der Erde. Oh, それが恩人にまず言う言葉か?礼はどうした礼は?それに、 師匠に向かってあんたはないだろう。 Die Katze ist mein Meister. Au. そんな悪い頭の中身などぶちまけてしまった方が世のためかもしれないな。 Du Yoda. いかだうな。 青の魔導書の力を己の力と勘違いするんじゃない。 勘違い? 貴様の力は何のためにある? あの時お前は俺に何と言った? よく思い出して、そして頭を冷やせ。 だよ! てめえらどいつもこいつも説教くせえんだよ! Bastard! 俺は俺のために力を使う! 一体それの何が悪い? 図書館を全部ぶっ潰すまで止まれねえんだよ! Ganz ehrlich, liebe Übersetzer! Da habt ihr euch echt manchmal voll keine Mühe gegeben. Takuya, Usagi doi, Anta doi. Doste ore nanka ni kamaun da yo. Uzeen da yo, chikishou. Kisama no nikushimi wa rikai shite iru tsumori da. Dakara koso te o sashinobeta. Tabun, kanojo mo onaji daro. Ima wa まだ時ではないようだな。ラグナ、とりあえず出直せ。時が来れば嫌でも、あの少女はお前の前に現れる。わけわかんねえよ。頼むから人間語喋ってくれ。悪いな、俺は人間じゃないんでな。 Und jetzt sind wir wieder hier bei Tao Kaka. Nande, Orega Kokoni Runda. Kso, Wake Wakane. Ich auch nicht. Suka Teme, Tao Toka Itana, Oma Kuisui, Sakikara Taktel Rashijanega. Ursaiso Isto, Gohan Oishiku Tanushiku Tabel Nyasuyo. Katzenmensch. Oh, kommt, Leute. Er sagt, sie hat Neko-Gai gesagt. Nicht Katzenmensch. Maika. Das ist was ganz anderes. Oyaji, ore ni mo okari da. Kso. そうなったら俺も食う。食いまくる。うまいな、この肉まん。その味がわかるとは。ずーにゃすね。しかし悪いな。
こんなにごちそうになってよ。それはタオのセリフだぞ、いい人。うにゃ、ただ飯はうまいにゃすね。ああ、まったくだ。ただ飯ほどうめえもんはねえよな。あ、今、なんか会話が噛み合ってなかったんじゃねえか。おい、ここの勘定、誰が払うんだ。猫の人が、いい人に払ってもらえって。おいおい、バカ言うんじゃねえよ。俺、仕事してないの。無職なの。オッケー？無職ってなんだ？食い物か？あ、いや、ganz besonders。違う違う。いいか、よく聞けよ、タオ。俺は無一文だ。お前も金なんぞ持ってない。それがどういうことか、わかるか？ほにゃ。ダメだ、こいつ。全然わかってねえ。ああ、プリティフェイス。今の話、詳しく聞かせてもらえるあるか？まあ、その、なんだ。逃げるぞ、タオ！まだご飯が残ってるんですよ！くせえ飯食う羽目になりたくなきゃ、走れ！つーか、こんなことで捕まったら、やべえ、マジ笑えねえ。臭くてもご飯はご飯にゃす。うわー、タオの肉まん。ちょっとお客さん、食い逃げよう。誰か。おい、今の例の賞金首じゃないか。マジか。手配書とはちょっと顔が違ったが、言われてみれば特徴がそのままだな。ちょっとじゃねえだろ、全然違うだろうが。何突っ込んでんだ俺は。死神が食い逃げだってよ。大勢全員でかかれば捕まえられるかもしれねえ。賞金山分けでもこれは美味しいぜ。おいおい、店の中は戸が置いただけだったってか。冗談じゃねえぜ。食い逃げなんぞで捕まったら生き恥さらすなんてもんじゃねえ。捕まってたまるかよ。Oh. Und da sind wir wieder im... Oh Gott, Entschuldigung. Oh. Ja, aber wir haben immer nur noch... Warum wissen wir... Wir haben jetzt beide Routen durchgespielt, haben aber nur 75%. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber wir legen jetzt mit Jin gleich los. Könnten wir jetzt eigentlich noch das Opening hier durchlesen? Um Gottes Willen. Nani mo. Damit... Nein. Ja, ich bin schon ruhig. Eines Tages. Ehe ich mich versah, war ich ein Mitglied der Kisaragi-Familie, einer Familie mit vielen Geschwistern und einem Oberhaupt. Seit jedem Tag gehorchte ich jedem Befehl des Familienoberhaupts. Schon bald war ich der Erste in der Erbfolge der Kisaragi und wurde zur Militärakademie geschickt. Bei all dem hatte ich keine andere Wahl. Mein Leben raste an mir vorbei. Meine Laufbahn wurde von anderen gelenkt. Ich wusste, dass es da draußen Menschen gab, die es auf mich abgesehen hatten, aber ich konnte nichts dagegen tun. Seit jenem Tag habe ich ein wenig anders gesehen. Sie reden immer über mich. Ich habe es nie gewagt, mehr als ja wirklich zu denken und auf meine rechte Hand zu sehen. Ich erhielt Rang, Ruhm und Ehre. Ich wurde mit Dingen überschüttet, für die andere kämpfen und ihr Leben geben würden. Eines Tages fiel mir auf, dass die Leute anfingen, mich Held zu nennen. Doch so oft ich es auch versuchte, ich fühlte nichts. Nichts davon war mir wirklich wichtig. Nach einer Weile fürchtete ich, mein ganzes Leben würde so verlaufen. Bis zu dem Tag, an dem der Fänger nach Kagutsuchi kam. Oh Gott, dieser Name. Er macht mich wahnsinnig.
Möchten wir speichern? Wir speichern hier oben drüber. こんな場所に町があるとは. Und それにしても 薄汚い町だ. Beenden diesen Part hier, weil wir die 10 Minuten erreicht haben. Bis zum nächsten Part, wo es dann wirklich mal hier mit Jin losgeht. Auf Wiedersehen.